Mit Spannung werden alljährlich die Modellbahn-Neuheiten erwartet. Lange Zeit war die Spielwarenmesse das Ereignis in der Modellbahnwelt. Mittlerweile veröffentlichen viele Firmen ihre neuen Produkte verteilt über das ganze Jahr. Technische Innovationen und Spielspaß stehen auch dieses Jahr im Mittelpunkt der Entwicklungen. Ende Januar öffnete die Spielwarenmesse wieder ihre Pforten. Nur wenige Modellbahnfirmen stellten in der Halle 7a aus. Die Standflächen waren deutlich kleiner als früher und die Besucherzahl geringer. Trotzdem herrscht Zuversicht, dass das Modellbahnhobby weiter lebendig bleibt. Wir haben einige Hersteller auf der Messe besucht, andere an ihrem Firmensitz. So auch BEMO, wo eine sächsische 6K ins Bild rollt, Nenngröße H0E. Der Firmenchef ist vor allem ein Freund der Schweizer Bahnen. Wenn mich was wirklich ganz groß reizen würde, wäre es auch unsere große Spur, die Spur 0M. Aber die kleinen, die sächsischen Dampflokomotiven, also es ist schon wirklich fantastisch. Vor allem, wenn man das Fahren sieht, wenn man den Sound dazu hört und alles. Es ist wirklich, es macht Spaß. Es ist die dritte Dampflok in der Nenngröße H0E. In der Exclusive Metal Collection. Das Vorbild der Lok wurde 1925 gebaut und fuhr bis 1971 auf sächsischen Schmalspurgleisen. Der Niederbordwagen in 0M ist bei der Rätischen Bahn beheimatet. Die Lok wurde bereits vor einem Jahr vorgestellt. Mit der GE24 sind wir jetzt Ende letzten Jahres doch noch ein Stück weiterbekommen. Wir sehen zum Beispiel jetzt gerade ein neues Muster, das wir haben. Es gibt eben einfach immer wieder Verzögerungen, gerade bei Werkzeuganpassungen und so weiter. Wenn etwas nicht ganz 100% passt, wie wir es ganz gerne ausliefern möchten. Die Abstimmung ist immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und bevor es nicht 100%ig ist, dann müssen wir halt einfach nochmal nachbessern, nacharbeiten. Während das aktuelle Modell vom Capricorn im Champagner-Design in der Rheinschlucht unterwegs ist, gibt es schon Pläne für den Herbst. Die Rätische Bahn hat uns jetzt mit dem Ahnenzug einen wunderbaren Gefallen getan. Das ist ein Allegra, der neu lackiert worden ist in den Farben der Fusionsbahn damals, Cura Rosa und auch Bernina. Wir hatten den Wagen zu dem Zeitpunkt schon in der Planung. Ja, und jetzt freuen wir uns drauf, dass man als Modell mit Bestellschluss, sodass auch jeder die Möglichkeit hat, das Fahrzeug zu erhalten, der es möchte, dann Ende vom Jahr ausliefern können. Bei Kress ist das TT-Modell vom VT 1816 unterwegs. Ein besonderer Zug, wie auch dieser Triebwagen. Wir haben in Spur H0 die Baureihe 670 jetzt endlich aufgegleist, will ich mal sagen, in der Spur. Wir hatten sie früher schon als Spur-TT-Modell und haben sie jetzt etwas aufgepustet auf Spur H0. Und das ist die erste Ausführung der Köstner Schienenbusreisen, so wie sie heutzutage noch fährt. Und ist, denke ich, auf jeder Anlage durch die großen Fensterscheiben ein Hingucker. Glockenankermotor, viel schöne Beleuchtungsfunktionen drin. Das Ding macht Spaß. Sebastian Fischer und sein Bruder führen auch die Firma Fischer Modell, die 2017 Teile von Gützold übernommen hat. Der Neuanfang war nicht leicht. Wir haben die letzten Jahre im Hintergrund viel gearbeitet, viel organisiert dafür, um auch die Marke Gützold in Synergie mit Kress wieder auf den Markt zu bringen. Es war eine Weile ruhig um Gützold. Aber jetzt ist es so, dass gerade aktuell hier in der Fertigung, hier bei Kress, wird jetzt das erste Dampflokmodell von Gützold wieder gebaut. In der Produktion sahen wir eben das TT-Modell der Baureihe 6510 als Werkslok der VEB Leunawerke. Und hier als 6510-08 der Deutschen Reichsbahn, Epoche 4. Am Haken hat sie die neuen Doppelstockwagen Sputnik von Kress. Reiseziel ist vielleicht der See mit Fischerhaus. Neu in H0 bei Auhagen. Dazu gibt es einen Hofladen, dem liegen dann verschiedene Dekorationen bei. Das muss dann nicht ein Fischverkauf sein, sondern kann natürlich auch Obst sein oder wird es verschiedene Sachen geben. Da kommt noch dazu ein Bootshaus mit einer Slipanlage
und zwei Boote. Die finde ich ja ganz knuffig. Wir haben noch einen Steg dazu und somit kann man ein Thema halt am Gewässer schön darstellen. Zwei Fahrzeuge vom Kohlehandel ergänzen das TT-Sortiment. Ebenso ein Bahnsteig mit Überdachung und reichlichem Zubehör zum Thema Stadtbahn. Wie Fahrtrichtungsanzeiger, Bänke und Kioske in Weiß-Grün. Es wird auch Stromschienen geben, nach dem Vorbild der Berliner S-Bahn. Das ist ein Thema Stadtbahn, was jetzt nicht nur dieses Jahr uns beschäftigen wird. Es wird noch weitergehen. Es wird in den nächsten Jahren noch eine Brücke dazu geben, Unterführungen. Und was spannend ist, das schauen wir mal, wie schnell wir da vorankommen mit der Entwicklung, sind die Arkaden. Man könnte natürlich jetzt so sagen, Arkaden, das ist ja schnell gemacht. Ne? Aber wir wollen hier ein gutes Produkt auf den Markt bringen. Und der Prozess einfach der Entwicklung, das dauert halt einfach so ein bisschen. Wir halten euch auf dem Laufenden und lasst euch mal überraschen. Und für die Wartezeit gibt es viele Teile zum Gestalten einer Werkstatt in H0. Bei Fissmann geht es steil bergan. Kein Problem für die Car-Motion-Autos. Die heftige Steigung entstand durch einen kleinen Fehler bei der Auftragserteilung. 20 Grad und 20% ist aber ein Unterschied. Und so kam die 38%ige Steigung zustande. Und die haben wir dann probiert. Und das ist das, was eigentlich uns selber und auch unsere Kunden jedes Mal umhaut. Lustiger Zufall. Und wer zu schnell ist, sieht rot und muss zur Seite fahren. Sensorgesteuert. Die Autos werden nun induktiv geladen, inklusive Kommunikation mit der Ladespule für den optimalen Standplatz. Aber es geht noch kleiner. Ist endlich ein Pkw und das ist der klassische Fall. Wir fangen mit dem Schwierigsten an, was man so ungefähr finden kann. Wir haben ja oben und unten eine Platine mit Bauteilen. Und die untere Platine hat aber 6 Lagen und jeweils 7 Spulen reingedruckt zwischen die Lagen der Platine. Und da sitzt die Induktivladung, die man bei den LKWs draufsteckt. Und bei den PKWs, weil die so klein sind, haben wir die schon einfach mit integriert. Die Räder sind ganz besonders. Da haben wir Kugellager vorne, die man schon fast so gar nicht mehr sieht. Die sind schon so klein. Auch die Dauer des Ladevorgangs legen Auto und Ladespule gemeinsam fest. Dann geht die Fahrt weiter. Wir haben sehr viel am System gearbeitet. Die Autos, die funktionieren gut. Und jetzt wollten wir wirklich den Fokus darauf legen, dass man es wirklich gut verwenden kann, bauen kann, Spielsituationen machen kann. Und dafür gibt es beleuchtetes Zubehör, Bauteile zum Nachrüsten älterer Fahrzeuge und Weichen. Manuell betrieben und elektrisch. So fahren die Autos immer in der richtigen Spur. Unfallfrei. Zuverlässig sind auch die Modelle von Pico unterwegs. Zulieferprobleme bringen hier aber manchmal Pläne durcheinander. Gerade jetzt im Januar hatten wir wieder das Problem, dass wir eben den Container 2 Tage vor Monatsende bekommen haben. Dann kann man nichts mehr ausliefern. Man hat aber alles schon geplant und der Container kommt halt nicht. Ich glaube, wir stellen uns da jetzt einfach drauf ein, gibt den Container einfach noch mal 14 Tage mehr und dann takten wir das so ein, dann haben wir vielleicht mal in einem Monat ein bisschen den Durchhänger, aber dann anschließend geht es ein bisschen ruhiger wieder dahin. Das H0-Modell der Baureihe 62, hier in der DB-Version, ist ein Vorabmodell, noch ohne Beschriftung. Der Metropolitan verkehrte zwischen Hamburg und Köln. Die beiden Sets inklusive Zuglok der Baureihe 101 entstehen in Kooperation mit Märklin. Elektro- und Diesellok. Der Vectron Dual Mode Light in H0. Die 25er Neuheit, die sind mir fast noch geläufiger, weil wir da jetzt ja auch schon wieder dran arbeiten. Ja, 24 ist für mich schon von der Entscheidungsfindung her fast ein Jahr lang wieder zurück. Jetzt geht es einfach an die Umsetzung und da sind dann eigentlich andere Mitarbeiter gefordert. Die diese Umbauwagen der DB auf N-Gleise stellten, bereits lieferbar. Nicht ganz so weit ist Tillich mit der neu konstruierten Baureihe 132. Sie wird es für TT in vielen Varianten geben. Die Doppelstockwagen sind bei der S-Bahn Dresden unterwegs. Den Steuerwagen gibt es schon als 3D-Druckmuster
alles Neukonstruktionen. Wir machen so weiter, dass wir jedes Jahr unsere Neuheiten ankündigen, im Frühjahr und im Herbst. Das ist der eine Part. Zum anderen ist es eben so, dass wir unseren Mix weiterhin so behalten. Wir haben einen gewissen Teil an Formneuheiten, wir haben einen gewissen Teil an Formvarianten und Bedruckungsvarianten. Der Vectron Dual Mode Light, hier ein Vorabmodell, erscheint bei Tillig in TT. Das Dach zeigt deutlich den Diesel- und den Elektroteil der Lok. Die spezielle Rangierkupplung ist ein Zurüstteil, aber nicht funktionsfähig. Der Doppeltragwagen von InnoFreight kann mit Scrap-Tainern für Schrott oder Wood-Tainern für Holzhackschnitzel beladen werden. Es ist immer schwierig, da so diesen Spagat zu finden. Auf der einen Seite sollen die Modelle immer detaillierter werden, da sollen noch mehr Funktionen dran sein. Und auf der anderen Seite muss es aber auch noch bezahlbar sein. Und das versuchen wir bei uns bei der Firma Tillig immer irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das gelingt mit Serien wie dem Betonladegut der Firma Max Bögel oder Staubsilowagen mit filigranen Details. Den Containertragwagen der Deutschen Post wird es in TT und H0 geben. Die Containervielfalt ist in H0. Schon fertig aus der Form, aber noch unbedruckt. Zunehmend entdecken auch Zubehörfirmen die Epoche 6, also die Jetztzeit. So auch Faller. Die Brauerei beispielsweise ist eine Mischbauweise. Das heißt, wir haben Teile davon in Kunststoffspritzguss, Teile davon in Lasercut. Und so versuchen wir mal abzuwägen, was passt für das Modell gut. Wir haben noch ein Engadiner Traditionshaus, schön aufwendig bedruckt im Digitaldruck. Wieder eine Ergänzung zu den vorhandenen Modellen. Das nostalgische Schiff vom Bodensee ist liebevoll ins Modell umgesetzt. Meine Mitarbeiter, die haben so viel Spaß an den Produkten. Und das Entscheidende ist der Kunde. Wir bekommen durch E-Mails, durch Messebesuche etc. so viele Anregungen und Kontakte, dass uns die Ideen eigentlich nie ausgehen. Die Szenekneipe in der alten Fabrik. Musik und Vergnügen gibt es aber nicht nur hier. Kirmes gehört zu Faller. Das ist eine bunte, kreative Welt. Auch wieder ein sehr, sehr eigenes Thema, was von den meisten überhaupt nicht im Zusammenhang mit der Modelleisenbahn betrieben wird, sondern als eigenständiges Thema. Dort sind wir in den letzten Jahren etwas zurückhaltender gewesen, was die großen Modelle anbelangt, werden aber dort wieder verstärkt einsteigen. Beispielhaft dafür steht die Riesenschaukel No Limit. Das Modell ist voll funktionstüchtig. Beschaulicher geht es da bei Preiser zu. Auf fast allen Modellbahnanlagen und Dioramen verschiedenster Maßstäbe und Epochen stehen die kleinen Preiserleins. Und das schon seit vielen Jahren. Angefangen hat alles sehr einfach. Unser Großvater hat vor 75 Jahren die Firma hier gegründet. Anfänglich mit dem Schnitzen von Holzfiguren für die Modelleisenbahn aus Lindenholz. Und dann hat sich das eben im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Der Bedarf ist gestiegen. Man hat dann neue Techniken eingeführt, ist dann Mitte der 60er Jahre auf den Kunststoffspritzguss gekommen. Wird jetzt ergänzt durch 3D-Drucktechniken, die natürlich da Einzug halten und uns neue Möglichkeiten noch eröffnen. Gefeiert wird auch mit dem Figurenset Jubiläumsparty. Traditionelles Handwerk im Modell, beim Imker und auf dem Winzerhof. Und dann gibt es noch etwas weitgehend Unbekanntes. Das sind die sogenannten Feldgeschworenen oder auch in vielen Orten Siebener genannt. Das sind in der Regel Landwirte, Leute, die also die Gegend sehr gut kennen. Unterstützen das Vermessungsamt und sind im freien Wildbahn zu beobachten, insbesondere wenn sie Grenzsteine setzen. Gesetzt wird auch hier. Der Gärtner ist im Maßstab 1 zu 22,5, genauso wie der Schuster. Es regnet selten auf der Modellbahn, wenn doch, haben zumindest die Kinder ihren Spaß. Busch startet mit 2 Bahngebäuden. Der Bahnhof Kalchreuth ist teilweise aus Echtholz gelasert. Highlight ist auch ein verwittertes Stellwerk. Damit setzen wir unsere Serie Lost Places, also verfallene Gebäude, fort.
In dem Fall kein konkretes Vorbild. Da es ja auch schon sehr verfallen ist, passt es eigentlich zu allen möglichen Örtlichkeiten. Auch die Kohlebunker sind schon in die Jahre gekommen. Das Expeditionsteam und seine Fahrzeuge, mehrere Modelle, passen zusammen. Das hat sich in der Vergangenheit sehr gut bewährt, immer diese kleinen Themen. Der Modellbahner kann sich dann verschiedene Artikel dazu kaufen. Wir haben eine kleine Serie mit schönen Models, die von Berufsfotografen fotografiert werden. Und auch Dinge, die das tägliche Leben abbilden, die vielleicht mal nicht so schön sind wie das Waldsterben, Borkenkäferbefall. Da ist eben der Waldarbeiter drin und die Werkzeuge, mit denen er die Baumstämme schält. Sommer, Sonne, Freizeit. Zu diesem Thema gibt es gleich 9 Figurengruppen und passendes Zubehör. Hier gibt es Sonnencreme. Und hier wurde darauf verzichtet. Romantik am Lagerfeuer und unter Schäfchenwolken. Die Idylle wird nur durch ein Motorboot gestört. Vielleicht auch nicht, dank Elektroantrieb. Bei Noch geht es auch um Freizeitvergnügen auf dem Mittelaltermarkt. Und es geht an viele Orte der Welt. Around the World ist ja eigentlich auch schon so ein Reisethema. Das passt also perfekt zur Modellbahn oder zur richtigen Eisenbahn auch, weil wir reisen hier ein bisschen durchs Jahr. Angefangen von Yogis, die man vielleicht irgendwo in Indien findet. Einzelfiguren haben wir im Programm mit ganz vielen Stadtkünstlern auch. Multi-Instrumentalist zum Beispiel. Und diese Albula-Bahn in Spur N, die ist natürlich in der Schweiz zu finden. Da haben wir eine wunderschöne Anlage, auch wieder auf Grundlage dieser Easy-Track-Bausätze. Schweiz, schönes Reiseland, da kann man es aushalten. Passend dazu erscheint das Bahnhofsensemble Bergün. Mit einer typischen Steinbrücke der Albula-Linie für die Spur N. Von der Schweiz geht es nun nach Thüringen. Persönlich ein ganz großes Highlight dieses Jahr ist das Haus am Horn in Weimar. Das nimmt man gar nicht wahr, dass das schon über 100 Jahre alt ist, weil es eine sehr moderne Architektur ist. Klar, Bauhaus war nie aus der Mode. Es ist einfach ein schönes Modell, an dem sich ganz, ganz viel Architekturgeschichte danach auch wieder ablesen lässt. Und für mich persönlich auch, weil es einfach Design, Architektur ein kleines Hobby von mir ist, finde ich das sehr, sehr schön. Das Baumsortiment bekommt Zuwachs, individuell gefertigt in Handarbeit. Das Schöne ist ja, dass unser Hobby für jeden was bietet. Wenn ich früher Modellbahn gespielt habe mit meinen Kindern, dann war die LGB. Die konnte einfach bespielt werden. Da hast du dann Teddybären durch die Kinderzimmer transportiert. Heute wäre es dann wahrscheinlich was anderes. Wichtig ist nur, dass die Menschen Spaß an ihrem Hobby haben, Freude daran haben und diese Begeisterung auch ein bisschen weitergeben in ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Er begeistert immer, der Big Boy, jetzt bei Märklin in Spur 1 aus Metall. Er hat ursprünglich 324 Kilo gewogen. Also haben wir uns eine neue Technologie vorangetastet. Man musste gewisse Zinkbruchgussteile durch Aluguss ersetzen. Aber 126,5 cm lang, das ist schon ein Gebilde. Da verblassen ja so Arbeitstiere wie die 151er, ja, die ja auch eine große Spur 1-Lok darstellt. Ja, ein großes Wagnis. Aber was mir riesig freut, ist, dass es ganz toll angekommen ist, dass es eigentlich auch ein Riesenzugpferd jetzt auf der Nürnberger Spielwarenmesse war und einen sehr, sehr guten Durchverkauf hat. Ebenfalls eine Legende ist dieser Zug. Einst als TEE zwischen der Schweiz und den Niederlanden unterwegs, kam er 1976 als Northlander nach Kanada. Bei Märklin erscheint das Modell nun in Ganzmetallausführung. Vor fast 100 Jahren wurde das Vorbild dieser Lok entwickelt. Wir stellen hier, glaube ich, das Modell 1964 dar. Ich glaube, die ist 776 Mal im Original gebaut worden. Kommt unheimlich gut an. Ist ein lang gehegter Wunsch von Spieler und Sammler gleichermaßen. Ja, vielleicht hätte man sie schon früher bringen müssen. Aber jetzt ist sie da. Die Baureihe 151 fuhr im schweren Güterzugdienst bei der DB. Das Modell ist im Betriebszustand ab 1974. Hier vor einem Zug, gebildet aus den 9 Schwenkdachwagen. Alle Modelle erscheinen auch bei Trix für Gleichstrom.
Aber gehen wir noch einmal in die Schweiz. Die Landelok erinnert an die Landesausstellung 1939, als die Lokomotive in Luzern erstmalig vorgestellt worden ist. Es war zum damaligen Zeitpunkt die stärkste Lokomotive der Welt, hat vor allem den schweren Güterverkehr über den Gotthard gezogen. Und dieses Fahrzeug hat sich dadurch einen guten Namen gemacht. Für den kombinierten Ladungsverkehr gibt es Doppeltaschenwagen der Bauart T3000 in drei verschiedenen Ausführungen. Modellbahn macht aus, die emotionale technische Realität des Vorbildes nicht nur in klein zu erleben, sondern bei sich zu Hause, gemütlich im Wohnzimmer, im Keller, im Bastelraum, einmal selbst Lokführer zu sein. Früher der Traumberuf vieler Jungs, die diese urige Lok noch erlebt haben. Jetzt fährt die 193 als Minitrix-Modell in Spur N über die Anlage. In der gleichen Nenngröße ist die 150 unterwegs, in der Farbgebung Ozeanblau-Elfenbein. Das Modell hat für die Gewichtserhöhung ein Gehäuse aus metallgefülltem Kunststoff. Wir wechseln den Maßstab und kommen zur Gartenbahn. Reichlich Zubehör gibt es bei Modellbau Hein. Alles hergestellt in der eigenen Produktion aus Spezialkunststoffen, garantiert wetterfest. Wir machen alles, was quasi fehlt von den großen Herstellern, seien es kleine Signaltafeln, die gefräst werden, Gebäude, die es bei anderen Herstellern nicht gibt, spezielle Gleise vom Dreischienengleis, Spurweiten 32 mm angefangen bis hin zu den 64 mm Normalspurgleisen. Für den Modellbauer gibt es Pflasterstein-Strukturplatten. Viele Modelle sind Bausätze, wie diese Kipplore für eine Feldbahn im Maßstab 1 zu 13,3. Also unsere Bausätze sind jetzt grundsätzlich die meisten nicht so kompliziert, also auch für Anfänger geeignet. Gerade die Gebäudebausätze sind sehr passgenau gefräst. Man muss ein bisschen farblich gestalten, teilweise bei Bausätzen. Unsere Gleisbausätze, also Weichenbausätze, Kreuzungsbausätze, die sind von tatsächlich sehr einfachen Bausätzen bis hin zu komplizierteren Bausätzen. Zum Beispiel unsere Doppelkreuzungsweiche ist, glaube ich, mit unser kompliziertestes Stück. Die Kö1 bringt uns zum nächsten Modell in großer Spur. Fahrzeuge von KM1 sind Fertigmodelle. LEDs in Glühlampenform sind ganz neu. Erstmals eingesetzt in der 74-1230 in Spur 1. Mit viel Dampf rangiert sie eine ganz besondere Fracht. Den Adelt 90 Tonnen Dampfkran. Letztes Jahr wurde bereits eine kleinere Variante ausgeliefert. Die Adelt-Dampfkräne, das ist eine Geschichte für sich. Wir hatten die ja vor, denke ich, 5, 6 oder 7 Jahren sogar schon angekündigt auf der Spielwarenmesse. Nur die technische Realisierung von den Modellen hat also länger gedauert, bis wir uns entschlossen haben, wie wir es tatsächlich machen. Da wurde also sehr, sehr viel mehr umgesetzt ins Modell, als ursprünglich geplant war. Aber diejenigen, die das bekommen haben, haben ein richtiges, tolles Schmuckstück bekommen. Dampf war immer das Hauptthema. Jetzt wird KM1 modern. Der Vectron ist natürlich eine hochmoderne Lokomotive, aber er hat vor allen Dingen einen riesen Vorteil. Es ist eine richtig europäische Lokomotive, weil es zig Bahnverwaltungen gibt, die ihn einsetzen. Es gibt zig Lackierungsvarianten, die wirklich attraktiv sind. Und letzten Endes ist es auch eine formschöne Lok, muss man auch sagen. Und da haben wir auch ein paar schöne Neuheiten uns überlegt. Wir haben zum Beispiel die Computermonitore, die im Cockpit verbaut sind, tatsächlich auch hinterleuchtet. Ganz ohne Nostalgie geht es aber nicht. Den Güterwagen G10 und die Kö1 wird es in verschiedenen Varianten geben. Der Kohlewagen ist keine Neuheit, aber schön gealtert. Landschaft muss sein, auch auf der Modellbahn. RTS kam vor einigen Jahren mit einem leistungsstarken Begrasungsgerät auf den Markt. Jetzt umfasst das Sortiment auch Begrünungsmaterialien und wächst stetig. Wir machen das wirklich sukzessive, das ganze Jahr über.
Es ist einfach so, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, was wir präsentieren, muss dann aber auch lieferbar sein. Wie die neuen Modellbaufarben für die Gestaltung von Fels- und Steinstrukturen. Man kann im Prinzip jedes Gestein nachbilden, vom Granitgestein über Gneis bis hin Buntsandstein. Mit Turfs kommen Blüten an die Sträucher. Die neuen Geländematten, wie der Wildwuchs-Sommer, haben es ganz besonders in sich. Unsere neuen High-End-Matten zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine sehr ansprechende Struktur schon haben. Der Clou ist einfach, sie haben kein Trägermaterial mehr. Wie man es vielleicht von anderen Matten kennt, das ist hier nicht mehr der Fall. Durch das sind die Matten auch sehr flexibel, sind an die unterschiedlichen Topografien auch sehr schön anzugleichen. Fast fertig ist das siebenteilige Wagenset vom Nightjet der ÖBB. Rocco zeigt ein Vorserienmodell. Dazu wird es die passend lackierte Lok der Baureihe 1116 geben, auch Taurus genannt. Modern geht es weiter mit einem unlackierten Muster des IC-Steuerwagens, exakt im Maßstab 1:87. Die aktuelle Eisenbahn ist natürlich der Taktgeber. Wir schauen aber auch, dass wir klassische Modelle neu entwickeln, Epoche 3, Epoche 4. So konstruiert Philipp Pötzelsberger am CAD-Arbeitsplatz das Modell der Baureihe 144, fein detailliert und voller Elektronik. Ein Bundesbahnklassiker, der auch in der Geschichte von Rocco immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und wir haben uns entschlossen, also dieses Modell im letzten Stand der Technik komplett neu zu entwickeln. Bereits auf den Modellgleisen unterwegs sind die Doppelstockwagen der S-Bahn Dresden, dieses Mal in H0. Rocco engagiert sich auch wieder bei der Nenngröße TT. Die Rekowagen, die aus dem Kühnsortiment stammen, legen wir jetzt neu auf. In diesem Sommer werden sie erhältlich sein. In der Ausführung Deutsche Reichsbahn Epoche 4 mit Ausbesserungsflicken wird eine schöne Garnitur werden. Für die Spur N erscheint die RE44 in zwei Varianten. Das Modell ist sehr fein ausgeführt, wie bei Fleischmann üblich, wird sehr gute Fahreigenschaften bekommen, hat feine Stromabnehmer mit einer unsichtbaren Befestigung. Extra angesetzte Scheibenwischer und einen vorbildgerechten Dachaufbau. Voll in Funktion zeigt sich das N-Modell der Beilhack-Schneeschleuder Baureihe 716. Wer genau hinschaut, sieht die sich drehenden Schaufelräder. Das ist eine andere Baureihe als die in H0. Sie ist etwas größer von der Bauart, was uns natürlich in Spur N sehr entgegengekommen ist, weil der Platzbedarf für die ganzen Digitalkomponenten sehr, sehr beschränkt ist. Testfahrt beendet. Wir sind im Ruhrgebiet, die letzte Station unserer Neuheiten-Rundreise. Bei Joswood rückt nun wieder der Güterverkehr in den Fokus. So ein kleines Ladegut, da ist es einfach so, das ist so, auch so eine schöne Bastelei für zwischendurch. Es gibt ja viele Güterwagen, wo schon Ladegut dabei ist, aber das sind halt Sachen, die halt nicht jeder hat, die wir dann anbieten. Und da haben wir halt auch unseren Spaß dran, uns immer wieder neue Sachen auszudenken. Neu sind auch diese H0-Gebäude nach Vorbildern aus dem Bergischen Land. Lasercut-Bausätze aus durchgefärbtem Karton. Für das große Heizhaus gibt es nun eine passende Inneneinrichtung. Kohlesilos, Rutschen und Kessel. Mein ganz persönliches Glanzlicht dieses Jahr ist einmal das Stadthaus Hotel. Das ist ein schönes Eckhaus mit einem richtigen Eckerker und einem Türmchen obendrauf. Und wo ich sehr stolz drauf bin, sind unsere beiden Fußgängerbrücken mit einem schmiedeeisernen Jugendstilgeländer. Romantik pur. Und gute Fahrt in ein spannendes Modellbahnjahr.